meiner Reihe bei unserem Run. Unser endgültiges Ziel ist natürlich, den Final Boss zu legen. Bis jetzt waren wir nur in der zweiten Welt. Und jetzt starten wir halt den dritten Run. Zellentür. Hey, du da! Darf dieses Wasser durch meine Zelle? Jo. Ich glaube, etwas hat Wasser mein Bein berührt. Hilfe! Klopf, 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 klopf! Ob wir da jetzt weiterkommen. Es wird mal langsam Zeit. Zehn Zeilen haben wir diesmal mitgebracht. Die erstmal komplett aufwerten.
hat, wenn ich dann keine neue Wasserfeuille kriegen werde in dem Moment. Da ich ja jetzt aber eine neue Waffe hatte, nämlich die, ich hab's vergessen. Ich gucke gleich nach. Früher konnte man draußen ab und zu Vogelgesang hören. Heute ist dort nur noch das Krächzen der Krähen. Die Doppeldolche, genau. So heißen sie. Das war für mich hier gar nichts machen. Eine Kiste? Eine elektrische Peitsche 3. Die nehmen wir natürlich anstatt des Bogen. Das müssen wir gleich auftesten. Zerstört und dunkel. Jetzt blockieren die den Eingang.
dämlich von mir. Da muss ich jetzt auch voll auf Angriff gehen eigentlich. Seht es mir nach, ich bin definitiv nicht der beste Spieler von diesem Spiel. Aber was will man machen? So ist es nun mal. Jetzt nehmen wir unsere fast 3000 Gold. Wir können ja maximal 3000 Gold nehmen. Und ziehen durch für den nächsten Run. Sollte man es natürlich auf gar keinen Fall machen. Wieder die Antwort an. Ja. Booker lernt sprechen. Wieder die Antwort, wenigstens 3000 Gold, weil wir über 3000 Gold hatten. Wollte ich nicht. Hier geht's runter und los geht's. Jetzt haben wir ein Bienenamulett, das sammelt Gold und zählt unabhängig von der Entfernung ein, was praktisch sein kann, vor allen Dingen, wenn man Seelenspitzler oder sowas hat, wo man dann auch etwas weiter wegstehen kann. Befreien. Langsame Waffen, die mit der Schaden.
versuchen. Sie ist tot. Dreh ich sie einfach mal, genau. Oh, schau mal, was ich gefunden habe. Ein Bieten, die Geldwerte ist Gold. Und ein Flipbuch mit reichem Wert. Sehr schön. Die gesammelten Zellen können wir jetzt wieder verkaufen. Beziehungsweise eintauschen beim Sammler. Allerdings bin ich jetzt wieder durch. Ich investiere mal, sodass nur eins übrig bleibt. Ich habe ja sowieso nur 5. Und so mache ich das mal. Man muss immer alle Zellen verwerten. Bei der Mutation kann ich euch mal zeigen, was es alles gibt. Jagda, Urs, Ochs. Rette dich einmal kurz vor dem frühen Tod. Munition. Du hast zweimal so viel Munition für deine Waffen. Innerlich tot. Du hast 30 GP, also nicht mehr. Das ist ja eine Kolonie, die ich immer nehme. Stellt nach dem Tod 1 gegen das 2 Gesundheitspunkte wieder her. Effizienz. Abklingzeit bei Fähigkeiten, außer bei Laden. 90 Grad für die 100, die du den Gegner gefunden hast. Und Feuerwerksexperte, 30% Abklingzeit bei Granaten. Meiner Meinung nach ist gerade für den Anfang Nekromantie echt gut. Deswegen nehme ich das auch so gerne. Wenn man tötet Gegner und stellt für sich halt wieder, auch wenn es nur minimal ist, Gesundheit. Wenn man dann, sagen wir 20 Gegner, hast du 40 Gesundheitspunkte. Das ist, kann ein Hit ausmachen. Das kann viel ausmachen. So. Nehmen wir schon auf? 18 Minuten. Das klingt doch nach einer guten Länge für den Part. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet gerne dieses Video. Konstruktive Kritik bitte in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Ich lese alles. Es bleibt mir nichts mehr zu sagen als ciao, ciao, euer Mocha.